Täglich werden wir durch die Massenmedien mit den Fragen der Vereinigung Europas oder mit Einrichtungen der Integration Europas konfrontiert, die uns bereits zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Mit einem Druck auf die Einschalttaste des Fernsehgerätes haben wir die Möglichkeit, an Ereignissen teilzunehmen, die hunderte oder tausende Kilometer von uns entfernt sind. Die Vermittlung besorgte unter anderem die Eurovision, welche zu Beginn und am Ende der Übertragung ihr Zeichen und ihre Kennmelodie einblendet. Die Eurovision, die 1950 gegründet wurde, ist der Zusammenschluss von 98 Rundfunk- und Fernsehanstalten in 31 europäischen und 42 außereuropäischen Staaten. Innerhalb von wenigen Sekunden haben wir heute die Möglichkeit, ohne Vermittlung durch das Fernamt mit den entferntesten Punkten Europas eine Telefonverbindung herzustellen. Man wählt zum Beispiel 0047 und ist damit in Norwegen. Erweitert man diese Nummer noch um die Nummer 82, so ist man bereits in Narvik, einem der nördlichsten Seehäfen Europas. Diese europäische Telefonverbindung gewährleistet die CEPT, die Europäische Konferenz der Post- und Fernmeldeverwaltungen, der neben Österreich noch 19 Staaten Europas angehören. Weitere Ergebnisse der Integration Europas sind unter anderem die Schaffung des europäischen Güterwagenpools Europe, der um eine 40% wirtschaftlichere Ausnutzung des Wagenparks der europäischen Eisenbahnen gewährleistet. Die neue europäische Zugskupplung, die ein zeitsparendes und gefahrloses Zusammenfügen internationaler Züge ermöglicht. Die Trans-Europa-Expresszüge, welche auf schnellstem Wege die wichtigsten Zentren Europas verbinden, und die Europastraßen, gekennzeichnet durch das grüne E, die den europäischen Völkern den Weg zueinander erleichtern. Weitere Ergebnisse sind im Rahmen der gemeinsamen europäischen Forschungsprojekte von CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, und von ESRO, der Europäischen Organisation für Weltraumforschung, feststellbar. Auch die Elektrizität strömt im Rahmen des europäischen Verbundnetzes zum Ausgleich der Verbrauchsspitzen über die Grenzen. Und in einem weit verzweigten Rohrnetz überwindet das Erdöl bzw. Erdgas die Grenzen unseres Kontinents. Als besondere Ergebnisse der Bemühungen einer europäischen Vereinigung seien für den westeuropäischen Bereich anzuführen die Erleichterungen im grenzüberschreitenden Personenverkehr durch die Verwendung des Personalausweises anstatt des Reisepasses, die Abschaffung des Visumzwanges, die nur stichprobenartige Kontrolle an den Staatsgrenzen, die Erleichterungen im Warenverkehr, indem die Einfuhrzölle zwischen den EWG-Staaten abgeschafft wurden und zwischen den EWG- und EFTA-Staaten schrittweise abgebaut wurden. Mit diesen und vielen anderen Erleichterungen leben wir heute bereits, ohne dass uns klar bewusst wird, dass dies alles Ergebnisse der intensivsten Bemühungen um die Vereinigung Europas sind. Erste Ansätze einer Einigung Europas dürfen um 800 angenommen werden. Karl der Große schuf ein Reich von Rom bis zum Ebro, von der Seine bis an die Elbe. Aber es zerbrach in viele Stücke und ließ zum ersten Mal Frankreich und Deutschland als Rivalen zurück. Und die Geschichte zog Grenze auf Grenze. 1417 zerbrach Luther die mittelalterliche Einheit der christlichen Kirche mit seinen Thesen zu Wittenberg. Der Fenstersturz zu Prag war das Signal für einen 30-jährigen politischen Religionskrieg. Zeit des Chaos, die Zeit Wallensteins und Gustav Adolfs. Grenzen und immer neue Grenzen. Die Herrlichkeit nationalistischer Souveränität fand in der absolutistischen Staatsform Ludwigs XIV. Ihren Höhepunkt. Danach die Französische Revolution.
Fanal für eine neue Gesellschaftsordnung. Sie wurde erstickt im Marschtritt der französischen Armeen. Napoleon wollte ein neues abendländisches Reich gründen, aber auch er scheiterte. Nur das geografische Bild dieses Kontinents hat sich in all den Jahrhunderten nicht verändert. 1914. Auch diese großräumigere Staatsordnung brach in Strömen von Blut zusammen. Der erste, 1914 bis 1918, erschöpft Europa und bringt es um seine Vorherrschaft in der Welt. Der Zweite Weltkrieg verwüstet Europa völlig. Millionen von Männern und Frauen, Kindern und Greisen ziehen aus ihrer Heimat vertrieben in eine graue, verzweiflungsvolle Zukunft. Die Schuldigen reißen ihre Völker mit sich in den Abgrund. Nach diesem entsetzlichen Grauen des Zweiten Weltkrieges kamen Politiker in den einzelnen Staaten zu der Erkenntnis, dass nur eine politische Einigung Europas eine friedliche Zukunft gewährleisten könne. Dies war die Stunde der Wiedergeburt der Europa-Idee. Jahrhunderte haben die Besten unseres Kontinents mit der Idee des vereinten Europa versucht, den Frieden zu erhalten und zu sichern. In diesem Zusammenhang seien als Österreicher für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner und der Gründer der Pan-Europa-Union Richard Coudenhove-Kalergi genannt. Man war von der Idee beseelt, Probleme zwischen den einzelnen Staaten durch einen friedlichen Interessensausgleich zu lösen, so wie er innerhalb eines demokratischen Staates stattfindet, zum Beispiel durch Wahlkämpfe, durch Debatten im Parlament, durch Verhandlungen der Sozialpartner und bei nicht überbrückbaren Rechtsstreitigkeiten durch Urteilssprüche der Gerichte. Ein vereintes Europa sollte diese rechtsstaatlichen Verhältnisse zwischen den europäischen Staaten durch die Gründung gemeinsamer Einrichtungen schaffen. In diesem Sinne leitete Winston Churchill am 19. September 1946 in seiner berühmt gewordenen Rede vor der Jugend in Zürich erneut den Versuch einer Wiederbelebung der Europa-Idee ein, indem er unter anderem sagte: Wir müssen etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa schaffen. Nur so können Hunderte von Millionen schwer arbeitender Menschen wieder die einfachen Freuden und Hoffnungen zurückgewinnen, die das Leben lebenswert machen. Das Verfahren ist einfach. Der erste Schritt ist die Bildung eines Europarates. Zunächst boten die Amerikaner allen europäischen Staaten zum Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft die Marshallplanhilfe an. Sie wurde jedoch nur von den westeuropäischen Staaten angenommen und hatte als Folge die Bildung der OEEC, der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit, welcher nach Auslaufen des Hilfsprogrammes für den Wiederaufbau Europas in die OECD, in die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, umgewandelt wurde. Vom 8. bis 10. Mai 1948 trat der erste Haager Kongress zusammen. Im Rahmen des Haager Kongresses, an dem über 800 bedeutende Vertreter des politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Lebens Europas teilnahmen und welcher zu einem Triumph für Churchill und Churchills Idee wurde, forderte man erneut einmütig als ersten Schritt zur europäischen Einheit
die Bildung eines Europarates. Ein Jahr später, am 5. Mai 1949, daher begehen wir alljährlich am 5. Mai den Europatag, wurde in London das Statut von 10 europäischen Staaten unterzeichnet. Der Europarat, der als Symbole die Europafahne, 12 goldene Sterne auf blauem Grund und die Europahymne, ein Thema aus Beethovens 9. Symphonie hat, ist das Zentrum der politischen Integration Europas. Mit dem Europarat verwirklicht sich der erste Zusammenschluss europäischer Staaten zu einer ständigen politischen Einrichtung. Das Ziel des Europarates ist die Herstellung einer größeren Einheit, um die Ideale und die Grundsätze des gemeinsamen europäischen Erbes in die Wirklichkeit umzusetzen und um den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu fördern. Dem Europarat mit seinem Sitz in Straßburg gehören jene europäischen Staaten an, in denen die Grund- und Freiheitsrechte des Menschen gewährleistet sind, darunter auch Österreich. Die Zielsetzungen des Europarates sollen auf dem Wege von Diskussionen, Abkommen und gemeinsamen Aktionen der Mitgliedstaaten erreicht werden. Wir Mitglieder des Europarates, wir sind eine internationale, eine große europäische Gesinnungsgemeinschaft. Der Europarat als die Organisationsform dieser Gesinnungsgemeinschaft. Ausgangspunkt für diese Bemühungen sind zumeist Empfehlungen der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, die über das Ministerkomitee des Europarates von den einzelnen nationalen Parlamenten in Gesetze und Rechtsnormen umgesetzt werden. Aus der Vielfalt der Ergebnisse der Bemühungen des Europarates sei von den über 90 Konventionen und Abkommen auf den Gebieten des Rechts, des Handels, der Gesundheit, des Naturschutzes, der Kultur und des Bildungswesens die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte hervorgehoben, die jedem Bürger das Recht einräumt, sich über die entsprechende Kommission mit einer Klage an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu wenden. Durch diese Konvention sind unter anderem gewährleistet das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit und Sicherheit, das Recht auf ein angemessenes gerichtliches Gehör, das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf Versammlungsfreiheit. Sechs Staaten, nämlich Frankreich, Italien, die Benelux-Staaten, Belgien, Niederlande, Luxemburg und die Bundesrepublik Deutschland, wagten einen Schritt weiter und gaben einen Teil ihrer Souveränität an eine größere europäische Gemeinschaft ab. Sie einigten sich 1952 über einen wirtschaftlichen Zusammenschluss, welcher den Teilbereich Kohle und Stahl aus den nationalen Wirtschaftsbereichen herauszog. Es war dies die Geburtsstunde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Durch die Vereinigung der Stahlindustrie, der ursprünglich 6 und heute 12 Staaten im Rahmen der EGKs, entstand eine der mächtigsten Produktionskapazitäten der Welt, gleichbedeutend jener der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten von Amerika.
Während sich im Westen Europas erste Anzeichen einer Einigung ergaben und teilweise Erleichterungen im grenzüberschreitenden Verkehr eingeführt wurden, erschienen im Osten neue Grenzen. Grenzen, die es bisher in Europa niemals gab. Der eiserne Vorhang. Er riss Europa in zwei Teile. Trotz dieser Teilung Europas in ein Ost- und Westeuropa hat die Integration in den einzelnen Teilen Europas bedeutende Fortschritte erzielt. Die Integration Europas wird in drei Bereiche geteilt: in die politische, wirtschaftliche und militärische Integration. Für die politische Integration ist der Europarat. Für die wirtschaftliche die OEEC bzw. die OECD und die EGKS zu nennen. Die EWG brachte eine weitgehende Abstimmung der Wirtschaftspolitik, eine gewisse Angleichung der Rechtsordnung, der Sozialpolitik und der Steuergesetzgebung. Die EWG ist die erfolgreichste Teilgemeinschaft der EG, die 12 Mitgliedstaaten in Brüssel zusammenschließt. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit auf dem Sektor der friedlichen Nutzung der Atomenergie vollzieht sich für die Staaten der Europäischen Gemeinschaft in der Europäischen Atomgemeinschaft, kurz EAG oder Euratom genannt. Ursprünglich wurden die drei Gemeinschaften EGKS, EWG und EAG unabhängig voneinander gegründet. Seit 1. Juli 1967 sind sie unter der Bezeichnung EG, Europäische Gemeinschaften, zusammengefasst. Die EG mit ihrem Sitz in Brüssel versucht, die Volkswirtschaften ihrer 12 Mitgliedstaaten zu vereinigen, wobei es bedeutende Ergebnisse zu werten sind. Die Zollunion, also die Beseitigung der Zölle, und der gemeinsame Arbeitsmarkt, der gewährleistet, dass jeder Staatsbürger eines EG-Staates ohne Behinderung seinen Arbeitsplatz und seinen Wohnort innerhalb der EG wählen kann. Die EFTA, die ihren Sitz in Genf hat, und der Österreich seit der Gründung im Jahre 1959 angehört, hat ebenfalls die Zölle zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten im Rahmen von Abkommen beseitigt. Jedoch sind ihre Integrationsbestrebungen etwas bescheidener als jene der EG. Sämtliche dieser EFTA-Staaten besitzen durch je ein Freihandelsabkommen eine Bindung mit der EWG und der EGKS. Einen weiteren Schritt im Rahmen der wirtschaftlichen Integration Europas stellt der europäische Binnenmarkt innerhalb der EG dar, welcher durch die Gestaltung des EWR-Vertrages in den wesentlichen Grundzügen auch in den EFTA-Staaten zur Wirkung kommt. Der EWR, also der europäische Wirtschaftsraum, der sich im Rahmen der EG und EFTA-Staaten entwickelt und in dem die vier Freiheiten, nämlich der freie Warenverkehr, Personenverkehr, Dienstleistungsverkehr und Kapitalverkehr verwirklicht werden. Die militärische Integration Europas vollzog sich für Westeuropa in der NATO, wobei die WEU, die Westeuropäische Union, der Zusammenschluss eines Teiles des europäischen Anteils der NATO ist.
Bedingt durch das Fallen des Eisernen Vorhanges sowie der Berliner Mauer im Jahre 1989 und durch die damit verbundenen politischen Veränderungen in Osteuropa kam es zum Zerfall des Wirtschaftsbündnisses, nämlich des Comecon, und zur Auflösung des militärischen Zusammenschlusses im Warschauer Pakt. In der Folge zeichnen sich nun neue Formen von europäischen Kontakten ab, wobei hier die KSZE, also die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, eine besondere Stellung einnimmt. Österreichs Mitwirkung an dieser europäischen Integration war erst möglich, nachdem uns die Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages am 15. Mai 1955 im Belvedere zu Wien die endgültige Freiheit gebracht hatte. Schon am 16. April 1956 trat Österreich dem Europarat in Straßburg bei und am 20. November 1959 gehörte Österreich zu den Mitbegründerstaaten der EFTA. Österreichs Anliegen, auch mit der EWG eine engere Bindung zu erlangen, wurde erst nach zähen und langjährigen Verhandlungen erfüllt. Am 22. Juli 1972 konnte dann in Brüssel der Freihandelsvertrag zwischen Österreich und der EWG bzw. EGKS unterzeichnet werden. Wir sehen in dem Vertrag, den wir eben unterzeichneten, die Begründung eines Nahverhältnisses zu den Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaften, aber auch gleichzeitig die Verwirklichung unserer Bestrebungen, die Lebensbedingungen des österreichischen Volkes zu verbessern und andererseits die Möglichkeit Österreichs, den ihm angemessenen Beitrag zur europäischen Zusammenarbeit zu leisten. Danke, Herr Präsident. Die Fortschritte in der Vereinigung Europas sind unbestreitbar. Man denke in diesem Zusammenhang nur an das Europa des Jahres 1945. Dennoch gibt es keinen Grund, auf den Lorbeeren der Erfolge auszuruhen. Der Weg nach Europa ist erst halb zurückgelegt, das Werk längst nicht vollendet. Die Völker Europas werden in Zukunft nur dann in Freiheit neben den Weltmächten bestehen können, wenn sie endlich die Illusion egoistischer und nationaler Eigenstaatlichkeit fallen lassen und sich in einem vereinten Europa zu einer handlungsfähigen Völkergemeinschaft zusammenschließen. Das Fernziel wäre der europäische Bundesstaat, welcher für die gegenwärtigen Staaten am europäischen Kontinent, vereinfacht ausgedrückt, die Funktionen von Bundesländern vorsehen würde. Die Vereinigung Europas, die Bildung eines europäischen Bundesstaates, ist aber nicht nur eine Angelegenheit der Regierungen, sondern eine Frage für jeden von uns. Monsieur Dupont aus Paris, Mr. Smith aus London und Herr Müller aus Wien können aus eigener Kraft keine Grenzzäune niederlegen, keine rechtsverbindlichen Beschlüsse fassen. Dennoch können sie für Europa mancherlei tun. Sie können für ihre Kinder die Möglichkeit eines europäischen Jugendaustausches nutzen, der mit dem Studium einer Fremdsprache verbunden sein kann und so mithilft, das Netz von Kontakten über Grenzen hinweg dichter zu knüpfen. Sie können das Klima bilden, in dem Städtepartnerschaften angeregt bzw. ins Leben gerufen werden, von denen es in Österreich zahlreiche gibt. Und Sie können als Wähler
von den Politikern ein vermehrtes Engagement für Europa fordern. Die Erreichung des europäischen Bundesstaates, für den in Zukunft die Worte gelten könnten: Mein Heimatland ist Österreich, mein Vaterland Europa, soll ein Anliegen für uns alle sein. Wohl müssen noch Berge von Schwierigkeiten und Missverständnissen abgetragen werden. Aber mit diesem festen Ziel vor Augen lassen sich all die Schwierigkeiten meistern, lässt sich der Weg gehen, ein Weg, der Schritt um Schritt nach Europa führt.